sie hat herausgefunden, dass diese Blütenessenzen mit den Bildern und den Energien in ihren Tänzen übereinstimmen. Dadurch ist es entstanden, dass sie für jede Bachblütenessenz auch einen Tanz gefunden hat. Prinzipiell finde ich es sehr schön, wenn die Tänze in ihrer Form erhalten bleiben, denn sie schöpfen ihre Kraft aus der Einfachheit, wie sie von Anastasia gezeigt wurden. Alle Weisheit ist einfach. Ich denke, so wie sie sind, gehören sie auch zu dieser oft alten Musik. Die Musik dieser Tänze ist in den meisten Fällen auch sehr alt. Es gibt einige Tänze, die zu modernen lettischen Liedern kreiert worden sind. Zum Beispiel der Tanz für die Ulme, der sehr, sehr beliebt ist und auch schon sehr weit gewandert ist. Aber die meisten basieren auf alten Liedern der Letten oder der baltischen Staaten oder anderen osteuropäischen Staaten. Ich finde sie sehr schön in ihrer Einfachheit und sie sollten möglichst so bleiben. Das war der Grund, weshalb wir versucht haben, ein Lehrvideo herzustellen. Gerade die drei Wiener Frauen, Inge Schreinlechner, Heidemarie Walbert und Brigitte Kaminski, die angefangen haben, diese Ausbildung hier auch weiterzugeben. Die waren sehr darauf aus, dass wir sie in ihrer authentischen Form erhalten.